Wir drehen jetzt ein Mukbang. Mukbang. Ja, auf jeden Fall haben wir in Insta nach Fragen gefragt. Und heute liefern wir die Antworten. Und bei Chiara gibt es auch einen Teil. Mhm. Motivation on. Woo. Wir waren mal wieder bei Mc's. Hey, wir haben eine Mc-Café-Tüte bekommen. Ja, ich habe es gerade auch realisiert, aber erst als es in die Kamera gekommen. Ja, weil ich habe es da gerade hingehangen. Ich dachte so, hä, was haben wir uns eigentlich geholt? Wir haben wie immer Standard-Nuggets. Irgendwie haben wir das jedes Mal, gell? Ja, ich glaube schon. Aber es ist einfach am einfachsten zu essen. Deine Sauce. Ich hätte Sauce. Lilly isst ihre Nuggets mit Ketchup. Natürlich. Wer macht das denn? Wait. Oh, das ist nice, das voll schön. Geh mal. Okay, wir starten jetzt. Also die erste Frage ist, die Kennenlern-Stories mit unseren Boys. Also sag mal, wie du Colin kennengelernt hast. Also, lieber Chiara, da wären wir wieder an dem Punkt, die ganze Schicksalskette. Guck mal, wie oft wir schon gesagt haben, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben. Das ist so crazy. Das ist voll so. Hätten wir uns halt nicht kennengelernt, hättest du auch Colin nicht kennengelernt. Ja. Kennenlern-Story. Also es war so, Colin hat anscheinend, hat er erzählt, hat er mich in einer Story von Chiara entdeckt. Hat sich dann Videos angeguckt. Und bei unserem Video, das kann ich auch mal hier verlinken, auf dem Feldweg, wo wir da saßen, hat er gemeint, dass voll viele Antworten voll ähnlich so denen waren, wie er gegeben hätte. Und da hat er gedacht, und dann... Ja, dann haben wir uns, in Karlsruhe getroffen, wo wir in Karlsruhe waren. Dann ist er dazugekommen. Dann habe ich eigentlich keinen Ton mit ihm geredet. Ja, ja, am Ende schon, aber anfangs... Ja, aber auch nur so ein bisschen. Also ich hatte auf jeden Fall so null Interesse. Es war halt auch Anna dabei und dann waren wir halt so... Ja, wir waren so komplett am Eskalieren einfach. Lol, da gibt es aber auch einen Vlog davon. Stimmt. Alter! Das erste Kennenlernen einfach auf Kamera. Wie witzig. Ja. Und dann haben wir ein bisschen geschrieben, ein bisschen viel geschrieben. Dann haben wir uns erst mal getroffen. Und dann nach 3 Wochen waren wir zusammen. Nachdem ich gesagt habe, ich brauche Zeit. Stimmt, das ging ja richtig schnell. Ich habe noch so gesagt, ja, ich brauche da voll lange Zeit. Mhm. Und dass wir uns erst mal kennenlernen und so. Ich dachte mir, das wird eh nichts. Wir haben eine Stunde immer Strecke zwischendrin und so. Und dann... Ich kam da auch gar nicht hinterher mit den Updates. Ja, jetzt erzähl du. Ich habe meinen Freund im Geschäft kennengelernt. Das kommt bei voll vielen, glaube ich, ist das so ein Ding, dass es scheinbar irgendwie so gar nicht geht. Aber irgendwie, why not? Also wir haben zusammen die Ausbildung gemacht. Und da haben wir uns dann auch das erste Mal so kennengelernt. Anfangs hatte ich auch null Interesse, so wie Lilly auch. Also wirklich einfach, weil wir auch noch nicht so viel miteinander zu tun hatten. Und dann war er aber so die Person, die auch ständig zu mir herkam. So, er hat schon ein Jahr vor mir mit der Ausbildung begonnen, also ist ein Jahr oben drüber. Und er war dann so die einzige Person, die auch immer so herkam und halt so gefragt hat, hey, und wie gefällt's dir so? Und wollen wir heute Mittagspause machen und so? Und irgendwie fand ich so voll cool, weil dann habe ich mich schon so direkt so voll aufgenommen gefühlt. Haben wir uns halt immer öfters getroffen, dann haben wir halt auch privat voll viel unternommen, hatten dann auch so voll den gleichen Freundeskreis, auch wir Azubis an sich, wir waren halt so voll viele und dann haben wir auch so voll oft was zusammen gemacht. Irgendwann hat er dann halt gesagt, dass er so voll Interesse an mir hat. Also das war da am Anfang auch noch nicht direkt so. Das war einfach nur so, dass man sich halt einfach kennenlernt auf einer Freundschaftsbasis. Und dann haben wir bald beide gemerkt, okay, irgendwie klappt schon. Und ich war aber, glaube ich, halt echt das komplette Gegenteil von dir. Ich hätte das never in 3 Wochen, ne, so ja, irgendwie. Ich dachte es, wie gesagt, auch nicht. Nach dieser kleinen Unterbrechung geht's hier weiter und meine Kamera ist überhitzt. Okay, die Frage ist eher low, aber was macht Lilly beruflich bzw. schulisch und wie waren die Prüfungen? Ich studiere Grundschullehramt und die Prüfungen waren gut, alle bestanden. Arbeiten ist so, ich halt sonst nebenbei, gebe halt Nachhilfe und sowas. Also so ein bisschen nebenbei worken. Yes. Also das eine ist jetzt auch eine random Frage, aber nie wieder süßes Essen oder nie wieder süßes Trinken? Safe nie wieder süßes Trinken. Safe nie wieder süßes Essen. Wobei... Ich snack immer nur so witzige Sachen. Ja, ich auch, aber du kannst ja dann gefühlt gar nichts mehr. Also es gibt ja voll viel süße Ja, aber Sachen. Ich brauche manchmal so dieses, so eine Fanta. Ich brauche manchmal diesen Zucker. Ja, was aber so Snacks angeht oder so, ich esse eigentlich nie was Süßes. Ich bin immer so ein Chips-Mensch oder so. Oder aber ich esse auch mal so eine Gewürzgurke zwischendurch. Zu Süßen zählt ja auch sowas wie Panna Cotta und Tiramisu. Brauche ich auch nicht. Ist geil, aber ich brauch's nicht. Ja, ich brauch's auch nicht. Also ich würde süßes Trinken bevorzugen. Ah, okay. Dann sind wir da wohl ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Wie war eure erste Begegnung von euch? Das haben wir auch auf Video. es war eigentlich echt voll witzig. Also wir haben da... Nee, unsere erste indirekte Begegnung war ja schon mal dieser Videocall.
FaceTime-Dings? Ja, wir haben, also wir haben erstmal nur ganz, Stunde wir haben uns ja über Insta kennengelernt, haben ganz, ganz viel geschrieben. Ganz viel. Haben dann irgendwann gefacetimed. Ja, und dann haben wir uns bei Lilly in der Nähe getroffen. So komisch, wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, weil wir uns damals noch ganz anders verhalten haben. Weil man da noch so voll vorsichtig war, wie man jetzt mit der Person so umgeht und so. Was man sagt. Ja. Und jetzt hauen wir raus. Alles scheißegal. Okay, also bei einem Date lieber schick essen gehen oder entspannt was snacken und eher lässig. Entspannt was snacken und lässig. Ja, ich auch. Also essen gehen kann ja auch mal so voll schön sein, aber ich finde auch so sowas wie, weiß nicht, so Picknicken bei Sonnenuntergang oder im Sommer halt auch tagsüber und sowas. Oder auch, selbst wenn man zu Hause was kocht zusammen. Ja, ich bin auch generell ein Mensch, ich gehe irgendwie, also was heißt ungern, aber ich bestelle lieber Essen, statt essen zu gehen. Ja. Ich finde es viel entspannter, zu Hause zu essen. Ich bin auch ein Mensch, ich gucke lieber zu Hause Filme, statt ins Kino zu gehen. Was war euer komischster Anmachspruch, den ihr selbst bekommen habt? Ob ich Bock hätte auf einen Dreier. Ja. Einfach so random im Club hat mich jemand so angestupst. Bock auf einen Dreier. Und ich war so... Jawohl. Und dann habe ich aber das Geilste war, da war eine Freundin dabei. Und da hat die das so mitbekommen, weil die direkt neben mir stand. Und hat die mich so umarmt und hat so gesagt, sag mal, geht's noch? Und hat so gesagt, dass ich mit ihr zusammen wäre. Ja, immer also so. Das war so witzig. Und die haben uns den ganzen Abend beobachtet und wir sind immer wieder so, immer so zusammen getanzt. Oh. Das war zu funny. Ey, bei mir war mal... Also es war kein komischer Anmachspruch, sondern schon irgendwie eher so richtig abgefuckt, dass mich's mega genervt hat. Aber so ein richtig aufdringlicher Typ, auch im Club. Ich war ja so selten feiern in meinem Leben. Aber immer wenn ich feiern war, war auch immer irgendwie was richtig Nerviges an dem Arm. Und auf einmal kam der so her und hat mich so, hat mich so an den Arm so gehalten und wollte mich einfach straight küssen. Und ich war nur so, yo! Hä, what? Oh, und dann dieser Typ. Hat so mich richtig so dazu zwingen wollen. Dann war ich so, Alter, geht's noch? Hab den so weggeschubst. Und dann, nee, oh Gott, ich hab die Geschichte so blöd erzählt. Scheiße, okay, ich muss kurz alle auf den Set drücken. Es hat nämlich da damit angefangen, dass er nämlich herkam und gefragt hat, hey, check mal deine Handynummer. Einfach so. Er hat nicht mal irgendwie gefragt oder irgendwie einen süßen Anmachspruch gebracht. Gar nichts. Es war einfach nur direkt so, check mal deine Handynummer. Und ich war schon so... Wieso? Und dann habe ich nämlich so gesagt, nee, so, ich will jetzt nicht einfach so meine Handynummer hergeben. Und dann hat er mich nämlich so gepackt, wollte mich küssen und hat dann nämlich so gesagt, ja, dann lass wenigstens rummachen. Und ich denke mir so, was für wenigstens rummachen? Stimmt, du kriegst schon meine Handynummer nicht, aber rummachen können wir. Alter, wie random. Das war richtig random. So, welche Kamera benutzt ihr? Jetzt können wir ja die Kamera loben und gleichzeitig uns auch drüber aufregen. Ja, also sie überhitzt sehr schnell. Aber sie ist auch ganz gut. Es ist die Canon G7X Mark III. Ja. Canon PowerShot. Woo! Was ist euer Lieblingsessen und wie oft esst ihr es? Safe Pasta in allen Variationen. Ja, ich wollte gerade sagen Lasagne, aber auch irgendwie so einfach Caprese-Nudeln, so Papiano, alle möglichen Pasta-Sorten. Oh, und Burger finde ich schon auch geil. Da bin ich, Burger bin ich raus, weil ich irgendwie das noch nie hinbekommen habe, gescheit zu essen. War irgendwie nie so ein Burger-Mensch. Ich habe also bei Mc's oder so immer Nuggets gegessen. Immer habe ich nie Burger gegessen. Und dann habe ich aber mit Colin haben wir mehrmals und mit Lolo und David zusammen Burger bestellt. Und seitdem, ich liebe es einfach. Ja. Ja. Und wie oft, wie oft essen wir es? Keine Ahnung. Ah, ich kann jetzt Nudeln nicht sagen, wie oft. Sau oft. Ja, mega oft. Ich kann jetzt nicht sagen, standardmäßig viermal die Woche. Burger esse ich so meistens bestellen. Wobei, Colin macht auch selber oft Burger. Wenn man das mit einberechnet, würde ich sagen, im Schnitt einmal die Woche. Krass. Ja, aber Nudeln gehen schon öfter. Das ist geil. Was soll man auch anderes kochen außer Nudeln? Es gibt sonst nichts, was man machen könnte. Ja. Okay, damit beenden wir das Video. Woo! Und ich verlinke euch Chiaras Video hier. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr habt jetzt eine Aufgabe und zwar einen Daumen nach oben geben und bei Chiara vorbeischauen. Woo! Bis dann! Tschüss!